Manager Horst Held kommt zur Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Bayern. Ohne Trainer Jens Keller? Er wird doch wohl nicht? Nein, da ist auch Schalkes Trainer. Und der muss vielen Interessierten erklären, was er ohne eine halbe verletzte Stammelf machen wird. Die Spieler, die ausfallen, haben wir nicht zur Verfügung. Und dann müssen andere Spieler in die Bresche springen. Und wir fahren trotzdem dorthin und schauen, dass wir die optimale Leistung abrufen. Einer für die Bresche wäre der erfahrene Torwart Timo Hildebrand. Der geht mit Optimismus vorweg. Ja, ich glaube, in dem Spiel gibt es nur einen Favorit. Und wir fahren da, glaube ich, genauso hin wie fit hierher. Von uns erwartet jetzt niemand eigentlich groß, dass wir da was holen in der momentanen Situation. Ja, und von da aus kann man eigentlich ohne Druck nach München fahren, obwohl wir natürlich in jedem Spiel Punkte holen wollen. Aber München ist natürlich... Er ist super gestartet in der Rückrunde und im Moment einfach die beste Mannschaft in der Bundesliga. Trotz allem ist die Stimmung frostig auf Schalke. Deshalb muss Trainer Jens Keller seine Mannschaft wieder scharf auf Siege bekommen, auch wenn gegen die Bayern niemand etwas erwartet. Ja, was heißt nichts erwartet? Es sind trotzdem Punkte zu vergeben. Also das ist schon so, dass wir nicht hinfahren und sagen, wir nehmen jetzt die Niederlage in Kauf. Wie ich gerade schon gesagt habe, wir werden Vollgas geben und fahren nach München auch sicherlich, um da zu bestehen, aber wie ich gerade schon gesagt habe, Bayern München ist in Europa im Moment die führende Mannschaft und mit die führende Mannschaft und das wird sicherlich nicht einfach, gar keine Frage, aber auch der Aufgabe stellen wir uns.